Wenn Sie mit diesen Fröschen nicht zu beschäftigt sind, hätte ich vielleicht einen richtigen Job für Sie. Inwiefern? Soll ich Ihnen helfen, Bishop die Windeln zu wechseln? Das ist ja großartig. Sehen Sie, irgendwie hat sich Bishop in den Kopf gesetzt, dass Sie nicht nur ein dämlicher irischer Sturkopf sind. Wie es aussieht, schuldet mir der Alte 10 Pfund. Die Briten können sicher 10 Pfund verschmerzen. Aber wenn seine Majestät meine Hilfe braucht, kommt ihnen das deutlich teurer. Er wusste, dass Sie das sagen würden. Worum geht's? Die Deutschen haben sich in einer alten Abtei vor der Stadt eingenistet. Haben den Laden in eine experimentelle Radarstation verwandelt. Was zum Teufel ist Radar? Streng geheim. Und eine Nummer zu groß für Sie. Egal. Wenn es nach mir ginge, würde ich den Laden mit ein paar Lancasters in die Steinzeit zurückbomben. Aber die Deutschen nehmen die Nonnen als menschliche Schilde. Die Sache ist unseren Fliegern zu heikel. Sie brauchen also jemanden, der die Dreckarbeit für Sie erledigt. Der alte Mann sagt, Sie hätten ein Talent dafür, sich in Gebäude zu schleichen und sie zu sprengen. Er denkt wohl, dass Sie unser Mann sind und ich sage, warum nicht? Wenn Sie dabei draufgehen, tja, dann geht mir ein blöder Ire weniger auf die Nerven. Grinsen Sie nur weiter, Arschloch. Wenn ich den Job erledigt habe, wird Ihnen das blöde Lachen schon vergehen. Knapp gibt's nur beim Hufeisen werfen.